Hi Freunde, was geht? Ich bin's Christos und endlich, finally, ihr habt's geschafft. Das lange Warten hat ein Ende. Die DNA-Ergebnisse meiner Großeltern sind da. Ich muss euch sagen, Freunde, das Ganze ist wirklich unfassbar spannend, weil ich jetzt einfach Gewissheit habe, so okay, wo gehöre ich hin? Bin ich adoptiert? Gehöre ich in die Familie überhaupt rein? Man weiß es nicht. Die Ergebnisse sind wirklich verblüffend. Ich habe das Ganze gemacht mit meinen zwei Großeltern deutscher Seite, also von meiner Mutter, die Eltern, und mit meiner Jaja, also von meinem Dad auch von der Seite. Und die Ergebnisse sind wirklich, wirklich echt witzig geworden, sind wirklich spannend. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video, falls ihr die vorherigen Videos noch nicht gesehen habt, mit meinen Eltern, wo wir da die DNA-Tests gemacht haben und den DNA-Test von mir und meiner Schwester, dann checkt auf jeden Fall diese Videos als erstes ab, weil es so drei Teile sind von den Videos. Dann seht ihr einfach so, okay, die ganzen Positionen und dann könnt ihr euch das Video anschauen von meinen Großeltern. Vielleicht geht es auch noch weiter von Urgroßeltern, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich will euch noch ganz kurz erklären, wie das Ganze funktioniert, das wisst ihr wahrscheinlich aber. Ganz einfach, ihr bekommt dieses DNA-Kit zugeschickt von MyHeritage und dann habt ihr da einmal so zwei große Ohrenputzer drin, sage ich mal. Mit denen geht ihr einmal in euren Mund rein und müsst es auf jeder Seite so circa 30 bis 60 Sekunden einmal ein bisschen schwenken bei den Mundschleimhäuten, um einfach da die DNA rauszufiltern, um euch da einfach ein paar DNA-Spuren rauszuholen. Dann tut ihr das Ganze in so ein Reagenzglas rein, dann schickt ihr das weg, das geht einmal in die USA und dort wird es einmal ausgewertet und dann circa 4 Wochen später bekommt ihr einmal die Ergebnisse per E-Mail zugeschickt und könnt euch das Ganze in der MyHeritage App oder auf dem Laptop einmal anschauen. Das ist mega easy. Ihr habt auch gerade nochmal gesehen, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Das habe ich einfach mit allen drei gemacht. Dann sind die Ergebnisse gekommen und ich war dann an verschiedenen Tagen, war ich dann jeweils dort und habe einmal die Ergebnisse zusammen ausgewertet, zusammen angeschaut. Deswegen, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns am Ende nochmal ganz kurz. Also, wir sind jetzt hier bei Jaja und wir schauen uns mal ihre DNA-Ergebnisse an. Die ganze Zeit irgendwie, wenn wir die Ergebnisse anschauen, habe ich immer Locken. Wegen meinen 1,8% krieg ich. Wann, wie viel Prozent hatte ich? Wir hoffen einfach, dass hier mega viel Griechen in uns steckt. It's been a long day without you, my friend. Also, dann schauen wir jetzt mal rein und ich bin echt mega gespannt. Westasiatin 67,4% Türkei. 20,5% griechisch. 7,3% oriental. 4,8% Italiener. Was? Was? Hä? Was? Oh mein Gott. Also wir haben 67,4% Westasiatin, das heißt Türkei, Georgien, Aserbaidschan und Iran in die Richtung. Ich glaube, bei meinem Dad war es aus, oder? Das war also, doch, das ging auch in die Richtung rein. Und dann haben wir 20,5% griechisch und süditalienisch. Also das geht hier auch, geht da Zypern einmal mit rein und dann hier so in die Richtung. Dann orientalisch 7,3%. Israel, Irak, Ägypten, Saudi-Arabien und dann noch 4,8% Italienerin. Krass, das sind komplett andere Ergebnisse, die ich jetzt erwartet hätte. Wir hatten jetzt bei keinem Ergebnis bis jetzt irgendwas Italienisches mit dabei. Das Griechische und das Orientalische, Westasiatische, das passt. Das hatten wir bei ihm, glaube ich, gell? Ich glaube, bei Vanne hatten wir auch ein bisschen was davon drin. Aber krass, hallo, jetzt sind wir auch noch Italiener. Hey, das Italiener macht mir nichts, aber das ist 4%. Alter, doch, aber 67,4% Westasiatin. Was macht das? Ich weiß nicht. Maschallah. Da muss ich Maschallah sagen. Aber das hat mir tatsächlich ja bei meinem Dad auch, also das könnte schon passen. Aber die haben auch geschrieben in den Kommentaren, dass das ja als Ding ist. Oder Pontus. Bondi, Bondi, das ist doch in die Richtung geht es. Genau, deswegen, also es könnte ja schon passen. Also Russisch gar nichts. Nee, ist nicht drin. Also wir haben ja eigentlich gedacht, dass es eher ins Russische noch mit reingeht, aber das kam gar nicht jetzt hier in der Richtung raus. Also Georgien halt, also das geht in die Richtung ein bisschen, aber das ist jetzt nicht wirklich was mit Russisch. Ja. Usbekistan, schon ein bisschen. Kasachstan,
geht schon ein bisschen rein. Das ist da nicht in Russland. Ja, das ist schon ein bisschen. Also es geht schon so ein bisschen ins Russische mit rein, aber ist jetzt nicht wirklich so drin, ja, wie wir es gedacht haben. Ja, das ist ein bisschen weiter oben, ja. Nur hier unten geht da. Mehr Pakistan. Ja. Ja, Turkmenistan, Maschad, Teheran, Georgien. Krass. Ja, mit den Ergebnissen hätten wir tatsächlich nicht gerechnet. Ich bin gespannt, was bei den anderen Ergebnissen rauskommt, von meinen Oma und von meinem Opa. Deswegen würde ich sagen, wir schauen auch mal bei denen einmal vorbei. Bei wem? bei Oma. Ja, okay, das war's schon. Machen wir als erstes Oma, okay? Ja. Also, dann schauen wir uns jetzt mal den... Gib mal schnell her. Gib mal schnell her. Jetzt erzähl mal, wo du herkommst. Also, seid ihr bereit? Ja. Dann fangen wir jetzt an mit dir, Oma. Ja. Aus Masuren. Ich weiß, da willst du immer wieder hin. Also, ich hoffe, der Ton kommt, aber jetzt... 81% Osteuropäerin. Ja, das wissen wir ja. Aber wo? 12% Skandinavierin. Aha. Und 6,1% Balkanbewohnerin. Das war's schon. Die drei waren's. Jetzt gehen wir mal anschauen. Also, wir haben 81,9% ja. Osteuropäerin. Russisch. Ja. Nein! Ich wollte nicht. Komplett Polen und komplett einfach der Ostbereich, also bis nach, wo steht das? Bis ja, nach Russland. Da Polen, also Polen bin ich zufrieden. Ja, Polen, Tschechien, also komplett wirklich dieser ganze Ostbereich sind 81,9%. Na das ist okay, Polen ist okay, Ukraine und das interessiert mich nicht. Menschen osteuropäischer Herkunft können Wurzeln unter anderem aus Russland, der Ukraine, Polen, Ungarn haben. Ungarn kommt daher, der Opa hat immer gesagt, Janoschka kommt von Janosch und Janosch ist der Held der Berge aus Ungarn. Okay. Das hat immer mein Vater gesagt. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber es könnte sein, als wenn es hier drin steht. Dann schauen wir jetzt bei Opa rein. 33% Nord- und Westeuropäer. Irland. Deutschland, nicht, ne? Frankreich. Deutschland. 30% Osteuropäer. Oh, da kommt aber noch mehr. 19% Balkan. Kommt mehr. Noch was? Ja, das kommt noch was. Und auch 16% Skandinavier. Oh Germany. Mein Gott. Siehst du, ja. Du bist Deutscher. Tatsächlich 30% Osteuropäer und 19% haben wir Balkanbewohner. Also Osteuropa ist auch das gleiche, auch ja, hier Ukraine, Balkan. Polen mit drin und Balkan auch. Also das Balkan zählt halt auch der Bereich Rumänien und sowas. Auch Bulgarien, Ungarn, Tschechien, so in die Richtung rein. Ich wundere, dass nie England ist. In Frankreich. Und England tatsächlich nicht. Irland auch nicht. Nee, also ein bisschen, das geht so ein bisschen hier rein, wenn wir sehen, so minimal in England, aber ganz wenig. Bei mir war richtig in Irland drin, glaube ich sogar. Oder? Schottland. Bei mir war richtig hier Irland drin. Bei Opa ist aber auch Skandinavien, also das habt ihr alle drei so in die Richtung. Bei dir war ja auch Baltin da oben, so in dem Bereich. Und ihr seid auch komplett einmal drin mit Schweden, Norwegen und sowas. Wer weiß, vielleicht ist schon ganz früher. Keine Ahnung, kann sein, wenn wir jetzt mal die Matches anschauen. Also auch mit Mama 50% Übereinstimmung. Ich mit dem Papa. Ja, Opa. Mit Opa. Ich habe 24% Übereinstimmung. Und Wanne hat 20%. Also umgekehrt, ich habe mit der Wanne mehr Übereinstimmung und ich gehabt. Ich habe mit Opa mehr. Ja, krass, Freunde. Also ich würde sagen, das war wirklich, wirklich hart. Also
Die Ergebnisse sind wirklich verblüffend, also mit manchen Sachen hat man ja schon gerechnet, aber auch gerade so, dass man jetzt noch Italiener mit drin hat, also MyHeritage hat auch ein bisschen was umgestellt, also dieses griechische, mitteleuropäische hat jetzt halt auch ein bisschen so italienisch mit drin, da haben die einfach ein paar Tests gemacht und haben herausgefunden, okay, das geht halt schon in die italienische Richtung mit rein. Wundert euch da nicht, mein Opa, natürlich klar, es war klar, er hat schon gesagt, Deutsch, 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 also ihr seht, ich bin wirklich so ein Mischling komplett, das passt halt irgendwie, auch so mit den ganzen anderen Ergebnissen, die da einmal rauskamen und so. Von dem her glaube ich, dass alles safe ist und ja, wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann lasst mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. In der Infobox findet ihr den Link einmal zu MyHeritage, da bekommt ihr einmal dieses Paket, wenn ihr es direkt dort bestellt, versandkostenfrei zugeschickt. Man kann sich bei MyHeritage auch einen Stammbaum zusammenstellen. Diese Funktion haben wir tatsächlich in unserer App mit drin, deswegen ich habe auch so einen Stammbaum einmal erstellt, so ein bisschen was, ich habe schon mal damit angefangen. Falls ihr darauf Bock habt, das zu sehen, also dann, okay, wie hat sich das Ganze entwickelt von den Jahren zu Jahren, dann lasst mir auch gerne da einen Kommentar da, dann kann ich euch gerne auch mal unseren Familienstammbaum zeigen, finde ich auch echt mega interessant. Passt, glaube ich, ganz gut zu der Serie. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wen ich vielleicht noch testen kann, also DNA-technisch. Sollen wir noch von unseren Uroma, Uropa, sollen wir da noch irgendwelche DNA-Tests machen oder von irgendwelchen anderen Verwandten, also von einem Großcousin oder von deiner Mutter, ihrer Cousine oder irgendwelche solche Sachen. Falls ihr da Bock drauf habt, schreibt es mir in die Kommentare. Falls da irgendwelche coolen Sachen sind, dann werde ich da auch mal nachhaken, ob die Leute darauf Bock haben und dann wird diese Serie weitergeführt. Ansonsten, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und macht ruhig auch diesen DNA-Test. Das ist echt interessant, was dabei rauskommt. Ciao, ciao.